Und herzlich willkommen mit dabei ist heute die Command One Europe Mehrspieler gegen Dudeman hoffentlich. Kapituliert Frankreich jetzt einfach. Strategische Bomber. Man könnte gerade überlegen, eine Flak, mit denen in Afrika erstmal nur eine gibt, hier eine sein zu lassen, weil diese Bergwerke, die sind schon einiges wert. Ist aber ein gutes Stück weggetaucht. Wenn das hier jetzt nicht so viel hilft, aber. Die wurde jetzt alle den armen Zerstörer bedrängen. Es könnte gerade sein, dass der Marinebomber gar nicht die Reichweite darauf hat. In Spanien. Ach, also wirklich. Was kann er denn rein in das? Jetzt haben. Aber aus meiner Sicht ist das null. Ja, ist null. Also Frankreich ist zu Ende am Ende des Zuges. Das heißt, wir können die Sachlage entspannt sehen und dem Marinabomber fehlt das eine berühmte Feldreichweite. Naja, wenn wir mit seinen U-Booten jetzt einfach den Versandhafen niederbelagern. Können wir den Zerstörer nicht viel dagegen machen und. Oh. Jetzt ein französisches Schiff abzuschießen. Ich meine, das ist erstens die Abdeckung, dass man das nicht so richtig runterkriegt und zweitens sind die eh weg. Lohnt sich auch nicht. Ihn ins Mittelmeer bringen. Ah, eigentlich auch nicht, also. Hey, man muss wohl akzeptieren, dass die den eine Runde hier mal wegbelagern und den Bomber näher ranbringen. Ich meine, du kannst da jetzt auch nicht viel gegen ausrichten. Also, weil das ist jetzt nicht mehr so wichtig, was hier ist. Deswegen bin ich gerade bei den U-Booten, den wichtigen Part am Anfang. So, wir wissen, der ist von Zerstörern umstellt. Und es wird einfach Glück sein, ob man dann in der Schleichfahrt einen Pfad dadurch findet, wo gerade mal keiner steht. Franzose. Ja, für U37 sieht schlecht aus. U32 kann noch weitermachen und wenn die hier lose weitermachen, sich dann vielleicht auch bald zur französischen Küste absetzen. Und das war auch eine Sache, seine britischen Zerstörer haben immer noch keine U-Boot-Jagd. Wenn unser weiterentwickeltes U-Boot schon zur Hälfte auf der nächsten Stufe ist, da könnte man also mit arbeiten, wenn man Geld zusammenkriegt. Erstmal ist Barbarossa wichtig und wir haben halt die ganzen Punkte, dass Frankreich kapituliert erst demnächst. Wenn man sich das so anguckt, will ich doch einer Flak mal den Befehl geben, zurückzugehen. Weil wenn er die Bergwerke runterschießt, das kann teuer werden. Weil die in Afrika mit zwei Flak sehr viel solider dastehen würden. Naja, schauen wir mal. Die Briten sind ja wahrscheinlich weg, oder? Davon aus, ich meine, die Chor können noch ein bisschen gucken. Er ist unterversorgt. Auch vielleicht noch ein bisschen Erfahrung für die Panzer. Geht dann auch glücklicherweise hier zu Null durch. Potenziell Platz und hier beide erwischen und steht auch in einem Wald.
hat der Fadi jetzt den Bonusschaden kassiert. Gibt Schlimmeres. Dann müssen sich die Hakus schnellstens mal nach Osten aufmachen. Noch einen weiten Weg, genauso wie alle kampffähigen Bodentruppen. So wie die mal im Vollgas zu Fuß nach Westen mussten, muss es jetzt in die andere Seite gehen. Natürlich darf man nicht zu nah an Warschau ran, aber ich glaube, so gefährdet sind wir in der Hinsicht noch nicht. Ein oder andere Chor, ich meine, diesen günstiger zu verlegen. Wir könnten für die Optik noch hier bleiben, einen Moment. Falsch für Mega brauchen wir auch. Mal Frankreich ist auf 0, Frankreich ist auf 0. Italiener, ja gut, die werden da gleich rausgeportet. Die hätten aber mal ein bisschen mehr Geld. Dadurch, dass die hier ein paar französische Orte noch besetzt hatten. Die Theorie, nicht, dass da doch noch irgendwie ein Brite ist. Das ist ein Blick aber nicht ersichtlich. Du lässt dich auch mal nach hinten absetzen. Und dann der ganze Luftwaffenfuhrpark kann zumindest auch schon mal einen kleinen Ticken weiterfliegen. Sollte man sagen, die noch da sind. Hypothetisch bleibt ein Jagdflugzeug in der Nähe, falls man das mal irgendwann raufzieht. Wartet darauf, dass die da rankommen. Wir machen sich's bequem, genau, der Marinebomber kann die als nächstes mal abschießen. Wohl alles so werden. Norwegen Route wird Platz sein. Ja, im Prinzip dann doch in die andere Richtung wieder schicken. Man ist ja immerhin ganz nett, dass er da ist und dann beschützt hier mal die Bergwerke. Aber du kommst dann schon mal mit nach Afrika, die werden da eine Flak gut benötigen können. Ja, was machen wir mit den riesigen Finanzvorräten? Es gäbe genug zu tun. Also wir sind die Bomber soweit durch. Den reduzierten kann man auch noch einen Ticken später kaufen. Ja, Flugzeug braucht man jetzt nicht so zwingend. Die kriegen von den Verbündeten ja noch welche. Das heißt, die nächsten Einheiten werden wohl die Panzer mit 5. Ja, Panzerzug. Nett sein, aber jetzt... Ja gut, der ist auch schnell. Muss man mal sehen. Also Panzer hätten dann eigentlich Priorität. Depot, das passt noch ohne Upgrades. Danach wird es halt langsam eng für alles. Wir könnten auch noch einen reinstopfen. Muss halt nur dann daran denken, dass man sie alles erstmal ohne Upgrades gekauft, damit man das einfach hat, aber dass man dann in den Zügen vor Barbarossa die alle noch hochzieht. Das wird ein klein wenig Geld kosten. Aber dann würde ich auch noch den anderen mitnehmen. Kann man im Zweifel im nächsten Zug den schon mit seinen Upgrades kaufen und na gut, dann noch die mechanisierten nachhauen. Und wird man sonst noch so alles an Kram braucht. Das ist eigentlich in Spanien, die sind auf 0%. Wie viel haben die da eigentlich investiert? Nix. 150. Ja gut, und die anderen sind ja alle noch nicht im Krieg. Noch ein 200er. Mal sehen, was davon womöglich wann die Waffen sind. Er hat auch schon eine Menge MPP ein, was so gesund ist. Das Litauen. Davon war, dass wir Litauen haben. Aber er hat mit Sicherheit auch, also eins ist halt davon, war irgendwie das Baltikum. Irgendwo steigt auch die Industrieproduktion ein bisschen an. Aber mit Sicherheit war irgendwo auch mal eine Industrie schon fertig. Naja, beziehungsweise einer von denen war mit Sicherheit die Infanteriewaffenstufe 2. Juli 40 oder später, aber bei den Deutschen im Zweifel ein Zug später auch das Panzer-Upgrade auf die nächste Stufe. Also wenn sich das die Waage hält, oder man die am Ende noch überholen würde, bräuchte man jetzt, ja, da bräuchte man aber schon noch ein bisschen Glück, aber er bräuchte wahrscheinlich auch zumindest noch etwas Glück, um das durchzukriegen. Müsste man mal sehen.
Industrie und Erdkampf darf auch noch gerne rechtzeitig fertig werden. Industrie, sehr willkommen. Es läuft so, Italien hat ein bisschen Geld über. Ihr Plan, eigentlich die Erdkampfwaffen weiterzuziehen. Oder wir schmeißen noch einen Bomber rein. Italiener, wir haben gerade den einen mittleren, der auf dem Feld ist. Noch einen, oder den strategischen, der demnächst da ist. Den Fallschirmjäger. Eine italienische Flagge für Afrika. Würde im Kern ja auch funktionieren. Oder den Marinebomber schlichtweg zur Aufklärung. Oder halt Erdkampf 2 forschen. Ja, mit so einem Ding, der macht halt, kann halt Schaden machen, aber nicht in Schanzen. Das ist das Ärgerliche, da bräuchte man Stufe 2. Die beiden mittleren für Italien haben wir auf dem Feld. Der taktische Bombe eigentlich nicht so wichtig wäre. Und hey, vor dem schweren weiter, ich bin am überlegen, oder halt einfach Erdkampf. Auf 2 und das Beste hoffen. Gut, für 2 Bomber. Perfekt, die haben ja jetzt schon eine Stufe mehr. Wird die auch Schaden machen können. Einen strategischen Bomber halt weiter. Ich meine, der kann notfalls auch ein bisschen demoralisieren damit. Und je mehr der jetzt schon Ressourcen kaputt haut, desto besser. Und im Zweifel erhöht sie auch die Verteidigung gegen Luftabwehr. Wenn man Erdkampf da belässt und den schweren Bomber macht, in der Hoffnung, dass die nächste Stufe auch noch durchgeht, bis Barbarossa losgeht. Oder das Langstrecken. Ach. Ja, oder das Langstreckenflugzeug. Würde der strategische Bomber richtig schön weit fliegen können. Kriegt ja plus 3 für jede Stufe. Na komm, sonst. Oder doch die Erdkampfwaffen. Man, wenn sich's lohnt. Wenn man die auf 2 hat, dann lohnt sich ein taktischer Bomber. Bin unentschlossen, ich nehme die Erdkampfwaffen dann doch. Und dann spart ihr für irgendwas anderes. Italienische Heer ist im miserablen Zustand, wenn man das überhaupt Zustand nennen will. Auch so wie die Flotte. Aber das wird schon alles werden müssen. Vielleicht ja noch für Transportschiffe. Ich glaube, dass der Hafen unten ist. Was ich MPP oder nehme erstmal die Flak mit. Dann ja nächstes Mal aussteigen. Sonst bleibt die Armee noch stehen. Oder die Italiener verschieben die erst später, machen dann noch irgendwelche Sachen. Aber das Ding ist dann hier schon mal ein Anfang. Wenn jetzt hoffentlich nicht im Hafen abgeschossen wird. Ja, Frankreich ist wirklich bei Null. Auch wenn ich nochmal dreimal nachgucke. Oder mit dem französischen Geld könnten wir vielleicht die deutsche Forschung hochfahren und müssten noch die Liste weiter abkaufen von dem ganzen Krams, den man braucht. Wann kommen eigentlich unsere Verbündeten? Also dauert noch. Der ist relativ gut. Ach, du kannst dich noch immer in ein Feld absetzen. Die französischen Schiffe sind dann immerhin weg. Machst du weiter Stress und wir kriegen ja noch U-Boote und... Ach, warte, der ist hier noch da. Und gegen die U-Boote kann der eh nichts ausrichten. Zerstörer, na gut, die könnten, wenn die einmal rübergefahren kämen. Bist du denn von da dahin?
Ja, aber der fährt wieder direkt ans Carpaflow vorbei. Könnte ungesund werden. Und macht da Stress. Und dann einfach mal weitersehen. Wenn man vorne liegt in der Forschung mit weiterentwickeltes U-Boot gegen U-Boot-Abwehr, wo er noch keine Stufe hat, dann macht man ja auch mehr Schaden auf den Linien, was ganz nett ist. Und ja, ein paar Sachen, die fertig werden, wird schon schief gehen. Denke, wir können den Zug beenden. Aber dass diese Franzosen mit 150 MPP Investment zweimal die Spanier kriegen, das ist faszinierend. Und schon wieder Spanien und Diplomatie. Das war in der ersten Runde, die wir so gespielt haben, auch schon so, wenn auch anders. Naja, gut. So, die Franzosen. Also, wir machen einen Waffenstillstand. Ja. Nicht das Falsche drücken. Sollen wir einen Waffenstillstand mit Pétain eingehen? Ich kapituliert. 1000 MPP hat man jetzt auch bitter nötig. Bei Saint-Nazaire ausbauen können wir machen, damit man Seeeinheiten von dort aus einsetzen kann. Briten können versuchen, das zu sabotieren, aber prinzipiell würde ich sagen, 10 MPP auf 5 Runden kann man sich leisten. Weil, falls man dazu kommt, da U-Boote einzusetzen, wären die hier direkt im Einsatzgebiet. Also könnten direkt nur rausfahren. Natürlich die Italiener, das Bergwerk nicht mehr, wodurch deren Einnahmen ein bisschen absinken. Die Spanier schieben 5 MPP pro Runde rüber. Befehlskontrolle wird fertig, immerhin. Und Langstrecke bei den Italienern. Und wir nehmen ein wenig Geld ein. Das ist doch schön zu sehen. Die Italien ist ein bisschen abgesunken, aber das hier gerade sieht toll aus bei den Deutschen. Und die Industrie ist bald auf der nächsten Stufe. Na gut, dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.